So, einen wunderschönen. Ja, willkommen zu einem, zu dem, ja, zu einer, egal, zur Fortsetzung vom Interview-Let's Play. Diesmal aber wieder als Singleplayer und nicht als Multiplayer. Das heißt also, als reguläres Let's Play. Dazu ist natürlich ein bisschen was Wichtiges zu sagen, weil wir haben ja auf dem Interview-Server auch unser Let's Play Together gemacht. Sprich also, unser Roddix Konto gibt es halt bereits. Ja, genau. So, dementsprechend werden wir nach wie vor zwar als Ronix bleiben, werden uns aber für unser klassisches Let's Play nochmal ein eigenes Haus suchen, wo wir dann auch komplett separat von dem Let's Play Together agieren werden. Nein, Itaviel ist der Einser. So, bam. Sollte passen. Stimmt das überhaupt? Doch, Itaviel ist der Zweier, genau. Ist der Einser, genau. Jetzt blicke ich schon bei meinem eigenen Schaffer nicht mehr durch. That is nice. Perfekt, genau. So, das heißt also, ich werde hier erstmal alles abladen, weil, ja, das ist ja nicht das, wo wir jetzt erstmal primär weitermachen wollen. La 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 und werde mich erstmal auf den Weg machen, was Neues zu suchen. Natürlich werde ich mich von dem Ort hier nicht allzu weit wegbewegen. Ja. Ich würde mal sagen, wir laufen hier erstmal ein bisschen am Strand entlang. Oh, ich werde ein bisschen was mitnehmen hier. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Ich persönlich würde einfach da mal in so die Richtung gehen. Ne? Da hinten sind Bananenbäume. Kein Zuckersand, Treibsand. Ach komm. Können wir ja mal so ein Bananenbäumchen hier mitnehmen. Dann haben wir A gleich mal ein bisschen Holz und B hoffentlich auch ein paar Saplings. Tja, da hinten sind echt tatsächlich viele Bananenbäume. Das ist ein richtiger Bananenbiom. Sichtweite. Mondstein hier. Sieht ja scheiße aus. Okay. Zwei Orangen. Interessant. So, hier hinten sind Apfelbäume. Bananenbäume. Interesting. Also im Bananenbaumbiom wollte ich mich jetzt eigentlich nicht niederlassen. Einfach aus dem Grund, weil ich ihn persönlich optisch gesehen, also die Bäume optisch gesehen scheiße finde. Gucken, okay. Rote Beete gibt es auch. Können wir gleich mal ein bisschen schnabulieren. Ist ja, können wir sowieso gleich mal wieder hier ein bisschen so, was bist du? Ach, jo, vorne. Okay. Kartoffeln! Wir haben Kartoffeln gefunden. Nice. Ampel.
So. Hier sieht es doch gut aus. Hier sind wir umrandet von Bäumen jeglicher Art. Ein bisschen Abwechslung. Das kann man so machen. Okay, dann setzen wir uns lassen wir uns hier nieder. Apple gibt es auch. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, erstmal ganz klassisch eine kleine Kiste. Wow, reicht genau für zwei Kisten. Das ist natürlich wunderbar. Wir haben kein Holz, kein Eisen. Das heißt, wir können uns mal wieder keine Protected Chests machen. Wir müssen also erstmal darauf hoffen, dass keiner diesen Ort je findet. So, dann würde ich mal sagen, ich klack hier erstmal ein paar Bäume ab. Hier brauchen wir nämlich definitiv noch mehr Holz, spätestens für Werkzeuge. Irgendwo in der Nähe gleich mal eine Höhle? Nee, ne? Hier gibt es Reis. Um Reis reißt man sich. Ist das Reis? Nee, ist Tropengras. Puh, braucht keine Sau. Weg damit. Dann ist das wieder Bananenbiom. Oder immer noch das Bananenbiom. Warte, mein Rechner hält aber auch schon wieder ein bisschen auf. Ey. Jetzt auch schon wieder Kackwetter. Echt schwül und warm und drückend und überhaupt. Ja, Blätter ist natürlich klar, Blätter, wenn wir einen Überfluss haben an Blätter. Ist aber nicht so schlimm, weil Blätter kann man wie gesagt gut benutzen, um sie als Brennmaterial in einem Ofen zu ja, verbrauchen. Um sie als Brennmaterial im Ofen zu verbrauchen. So. So. Okay, ich guck mal hier ein bisschen rum. Ah, na schau mal an. Wow, wow, wow. Okay, wir haben uns einen guten Platz ausgesucht. Irgendwie. Wie weit geht's da runter? Geht's da überhaupt weit runter? Oder ist das nur so ein kleinerer. Oh Gott. Kann man von hier oben aus nicht abschätzen, ob das wirklich weiter runter geht oder ob es da unten bereits endet. Das sieht nämlich auch aus wie so eine, ja, wie so eine schlechte Hoffnung. So frei nach dem Motto, es geht zwar runter, aber nicht viel weiter als das, was man halt sieht. Aber ich glaube mal fast, es geht nur so weit runter, wie man es da sieht gerade. Der lief natürlich Bullshit. Gut, ich werde mich aber trotzdem runterwagen. So. Okay, was haben wir? Ist jetzt die Sichtweite doch ein bisschen weiter runter. Durch die ganzen Bäume hier ist das hier ganz schön bäumig. So, okay. Ja, wo fangen wir unsere Grabung an? Hier kommt man auf jeden Fall erstmal gut runter. Dann würde ich auch versuchen, erstmal hier zu bleiben. So gut runter. Bumm. Hallo. Bumm. So kann man hier wieder aufspringen, wenn man überhaupt springen kann. So. Und wir können hier aber weiter runter. Das ist sehr gut. Hier nochmal das gleiche. Ja. Und das war's dann auch schon. Höhle vorbei. Ups. Ja, wie vermutet, die Höhle ist ein Witz. Absolutes Trauerspiel.
Ach man, na gut. Jetzt kann man die Höhle gleich mal nutzen, um ein bisschen Gestein abzuschlagen. Ja, man, so hier. Komm, echt mal. So. Weil Gestein werden wir gut brauchen. So, siehst du gleich mal die Kohle? Wo war die jetzt? Hier war doch irgendwo gerade Kohle. Da. Ruf da. Ruf da. Ruf da. Ruf da. Ruf da. Fängt ja gut an hier. 1, 2, 3, doch passt. 1, 2, 3, 4. Und schon ist unsere Erde wieder leer. Yay. So. Bisschen Kohle. Zweimal Kohle. Das ist auch wieder ganz schön. Ja, witzlos. Und Sonne fängt es aber auch schon wieder extrem an zu drücken. Das ist ein Wetter. Übrigens ist bei uns gestern die Erde untergegangen. Also so richtig hardcore untergegangen. Ja. Da war so ein wolkeninternes Gewitter, also hier diese Querblitze zwischen den Wolken. Aber gestern ging es echt hart ab. Da war wirklich ungelogen im Sekundentakt ein Blitz. Kennt man ja vielleicht so, gut, okay, ganz so schlimm wie jetzt in den Videos, wo die ganzen Paparazzi immer wieder rumklicken, ist es nicht gewesen. Aber man kann es sich echt so vorstellen. Also wirklich, nachdem ein Blitz vorbei war, kam instant der nächste Blitz. Das war gestern echt ein, ja, echt ein Schauspiel am Himmel. So, die Kohle wollen wir mal runter tun. Wobei wir eh keine Finden mehr finden werden. Das heißt, ich kann daraus eigentlich auch gleich Fackeln bauen. Kohle! Yay! So, ja, komm, wir bauen jetzt mal hier die ersten Fackeln. Dazu brauchen wir erstmal Stecker. Bam! Easy! Und ich habe übrigens ein bisschen rumgefixt, und zwar bei den Dora. Da habe ich die Fehler gefunden, was war, warum die immer noch geflackert haben, obwohl ich sie gefixt hatte. Die Sache war, ich hatte sie gefixt, aber nicht gut genug. Oder hat ich das bereits erzählt gehabt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nicht, dass ich jetzt hier doppelt erzähle, aber glaube nicht, nee. Und zwar gab es ja diese eine Funktion, die ich euch auch gezeigt hatte, wo man diesen Wert verstellen muss, damit die Entities weiter rausrutschen und aufhören zu flackern damit. Das Problem ist nur, diese Funktion ist nicht einmal allgemeingültig zur allgemeinen Berechnung und dann wird die von alter Schwede, eine Höhle, von allen anderen Kisten genutzt, sondern jeder Drawer-Typ, also diese 1x1, 1x2 und 2x2, haben ihre eigenen Funktionsaufrufe mit den entsprechenden Werten. Das heißt also, diesen Wert, den ich gefixt hatte, galt nur für die 1x1-Kiste. Ich hätte also auch noch bei der 1x2-Kiste den Wert 2x eintragen müssen und bei der 2x2-Kiste den Wert 4x eintragen müssen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Dementsprechend haben die Kisten, die wir verwendet haben, die 2x2-Kisten, natürlich davon nichts erfahren, dass das gefixt wurde. Ja. Habe ich jetzt auf die anderen natürlich auch übertragen und jetzt funktioniert das Ganze auch ganz gut. Jetzt flackern alle Kisten nicht mehr. Dabei hat sich dann natürlich ein nächstes Problem aufgetragen, weil ja die Kisten, ich sag jetzt mal, schmutzig programmiert wurden. Das heißt, diese Entities werden nicht in den Drawer eingetragen, sondern diese Entities werden einfach nur erstellt. Wie jede andere Entity in der Welt auch. Wir haben also zu den Drawer keine Zugehörigkeit. Daraus folgt, dass wenn die Dwarer abgebaut werden, wissen die Dwarer gar nicht, welche Entities gehören zu denen. Und dementsprechend wird einfach in dem Moment, wo man ein Dwarer abbaut,
wird praktisch einfach geguckt, ist in der Nähe ein Entity, der vom Typ Door Doppelpunkt Visual ist. Und wenn ja, dann wird er abgebaut. So, und dieser Radius, wo geguckt wird, ob da einer ist, der ist aber ganz scharf genau darauf begrenzt, wo die Entities halt normalerweise sind. Da ich sie aber eins weiter rausgesetzt habe, waren sie außerhalb dieses Radiuses. Dementsprechend wurden die Entities, also diese Bilder, die vorne an den Drawern zu sehen sind, nicht mehr abgebaut. Weswegen halt, wenn man die Kiste abgebaut hat, die Entities immer noch da waren. Ja, da habe ich das natürlich auch gefixt, indem ich den Radius einfach ein bisschen hochgesetzt habe. Und jetzt funktionieren die Drawer tatsächlich, soweit ich es jetzt erstmal beurteilen kann, komplett. Es lag also nicht daran, dass die Entities gespeichert wurden in der Map, wie ich zuerst angenommen hatte, warum auch immer. Was war denn jetzt hier? Sondern es lag wirklich daran, dass sie halt einfach allgemein nicht mehr abgebaut wurden. Ist jetzt natürlich auch gefixt. Das heißt, wie gesagt, funktioniert jetzt. So, geht da hier echt gut runter. Ich würde nur echt gerne ein bisschen Kohle hier finden. Wir gehen nämlich langsam die Fackeln aus. Naja, also langsam nicht, aber wir haben gar nicht so viele Fackeln. Sie werden uns also relativ schnell ausgehen. Aber so wie es aussieht, kommen wir jetzt hier relativ gut runter. Licht. Ah, Löcher. Genau, doch. Yay. Mist, hier geht's nicht weiter. Nein! Oh. gut, dann mache ich mal am schlausten hier. Oh, das war klar. Wir sind tot. Wo denn? Da unten. Oh mein Gott. Ich brauche ganz schnell ein Schwert. Boah, ist zwar nur ein Steinschwert, aber dank meinen Doom-Skills reicht das aus. Ich bin ja ein erfahrener PvP. Ups. Ach, leck mich doch jetzt hier ernsthaft. Wir sind tot, ich bin tot. Was ist denn? Och Leute. Really, Nigga? Okay, das war jetzt interessant. Also, ich habe in meiner gesamten Let's Play-Karriere auf meinen Servern nie auch nur irgendein Monster gesehen, was wahrscheinlich daran bedingt war, dass die Spawnrate so niedrig ist. Und jetzt hatte ich mal keine Rüstung und ein billiges Schwert und bin runtergefallen und es war dunkel. Und jetzt kommt gleich drei Monster und einmal. Einmal war unten dieser scheiß Magier, den ihr unten da gesehen habt vielleicht. Dann kam da über uns dieses Kack-Eisenmonster und dann hat uns auch noch ein Mesemonster attackiert. Und das Mesemonster war mein Druck, weil der ist halt relativ stark. Und jetzt sind wir tot. Fuck. I hate my life. Wow. Aber das ist genau das, was ich meine, ja? Mann, ach du Scheiße. Und ich weiß ich habe absolut keine Ahnung, in welche Richtung wir jetzt laufen müssen. Ich habe aber eine Vermutung, und zwar sind wir in die Richtung losgelaufen. Ich werde also einfach mal in die Richtung auflaufen. Danke, ist halt gar nichts. Wird also auch mal in die Richtung laufen und gucken, hoffen, dass ich unsere Base wiederfinde und von der Base aus dann meinen Ort wiederfinde. Alter, ernsthaft jetzt? Boah, ich brauche eine Rüstung. Steinrüstung gibt's ja nicht, ne? Ne, es gibt nur Eisen. Müssen wir was Holzrüstung bauen. Hilft ja alles nichts, wir müssen uns eine Holzrüstung
rüsten. Ach man, oh. Wie ich da eiskalt gerade gestorben bin, ey, gibt's doch gar nicht. Ja. Sind sie auf den Berg raufgeklettert? Glaube ja, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier langgelaufen sind. Ich werde mich so hart verlaufen. Ich werde mich so hart verlaufen, das gibt's doch gar nicht. Also ich weiß, wir sind hier auf den Berg raufgeklettert. Was haben wir denn gemacht? Da sind wir irgendwo Richtung Strand gelaufen. Da war dann irgendwo so ein kleiner Strand, Bach, Fluss, was auch immer, wo wir dann rübergelaufen sind. Genau, dann kam diese kleine Insel da, wo ich gesagt hatte, dass die eine da aussieht wie so ein U. The question ist nur, wo ist dieser? Also hier ist tatsächlich schon mal Wasser. Okay. Nee, das auch noch. Oh! Oh! Oh, da ist jemand. Und oh, wo? Wisst ihr was? Scheiß auf unseres Heim da hinten, wir siedeln uns hier an. Hier gibt's Kohle. Nee, ansiedeln tun wir uns hier nicht, aber ich werde mal ein bisschen Holz abschlagen. Cherrybaum Ade. Scheiden tut weh. So, wir brauchen erstmal nur ein. Bam. Bam. Ach komm. Bam. Ach nee, das war dumm. Ach komm. Bam. Lalalala. Ja, leg mich da mal. Achso, hätte ich aber die Stöcke machen können. Ist jetzt egal. Ist mir gerade alles sowas von egal. So. So, dann klaue ich da mal ein bisschen Stein und ein bisschen Kohle. Komm ich überhaupt drauf? Ja, komm ich wieder drauf. Wo war die Höhle jetzt überhaupt? Jo, da, genau da. So, dankeschön. Während er in Ruhe den Baum im Hintergrund abbaggert, können wir jetzt hier ein bisschen Stein abbaggern. Das passt doch ganz gut. Dann haben wir gleich wieder Kohle. In die Höhle reingehen tue ich jetzt nicht. Das definitiv nicht. Aber gleich mal hier ein bisschen die Kohle abbaggern. Dann haben wir gleich Kohle. Ja, das macht Sinn. Dass man Kohle abbaut, dass man dann Kohle hat. Das ist ein IQ. Noch mehr Kohle. Wertezeugnis meiner Intelligenz. Also ist da Kohle, dann ist da Kohle. Oh, sogar richtig viel Kohle. Also relativ viel Kohle für das, was wir jetzt bisher gefunden haben. Da meine Stimme ist so am Arsch. Das ist doch, ich habe dieses Let's Play eigentlich nur aufgenommen, weil, also ich nehme jetzt gerade das Let's Play eigentlich nur auf, weil ich gerade sowas von überhaupt auf gar nichts mehr Bock habe. Ist echt so ein Wetter, da könntest du einfach den ganzen Tag schlafen. Ja? Das ist echt scheiße. So, okay, wir haben ein bisschen Stein, dann können wir jetzt uns da auf den Weg machen. Und ich hoffe ganz einfach mal, dass das tatsächlich auch der Bereich ist. Oh Mann, Alter, diese Parcourslaufen hier immer. Ich muss erstmal hochkommen und dann um dann rüber zu kommen. Was soll ich sagen? Genau. Ich hoffe mal nämlich, dass da in die Richtung, wo wir auch lang gelaufen sind. Ich weiß es nur nicht mehr so genau. Und ganz ehrlich, der Berg ist mir auch ein bisschen zu steil. Auf einem so hohen Berg waren wir doch gar nicht drauf, oder? So, da gucken wir mal, was hier hinterlassen wurde. Wow. Ach komm, der hat keinen Mund. ja. Jetzt ist die Frage, wir waren uns so hart verlaufen, denn da hinten ist ein Pilzbiom. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Oh Gott. Nein. Alter. So. Wisst ihr was?
So, 1, 2, 3, bam, und die restlichen nehmen wir, bam. Ja, ich werde das Holz immer verbrauchen, weil das Kirschholz, oder Kirschholz? Ja doch, also Kirschbaumholz ist halt so anders, dass ich es nicht für produktive Sachen nutzen möchte, sondern einfach nur dafür, damit man für irgendwas halt Holz hat. So, ich bezweifle einfach mal, dass wir da rüber gelaufen sind, von daher versuche ich mal in die Richtung zu schiffen. Und hoffe einfach mal, dass wir in die Richtung was finden, was sinnvoll ist. Also das Sichtfeld erhöhen, damit die auch gut was sehen. In irgendeiner Richtung müssten jetzt Inseln auftauchen. Da geht schon wieder hoch. Das heißt also, da könnten durchaus Inseln sein. Das wäre natürlich super schnieke. Hallo, es können nicht einfach mal, können nicht einfach mal per Inseln sein. Hä? Lol, da hat sich schon einer niedergelassen. Ah, Neonkatze! Digga, was geht? Und Kisten. Das ist definitiv nicht der Bereich, den ich erwartet hätte. Also den ich jetzt gesucht habe. Aber wir werden trotzdem mal... Die Leute, die nicht wissen, wie man steht, baut, kommt hier gar nicht hoch. Mit Deppen. Na gut, vielleicht soll es doch nur rein optisch sein. Was soll ich sagen? Genau, wir müssen irgendwo an Big Scheiß. Ungeschützt. Ja, ungeschützt. Komplett ungeschützt. Ach Leute, er hat nicht mal eine Area eingerichtet. Ich meine, wenn er eine Area eingerichtet hätte, hätte ich es einfach auf Dummheit abschieben können. In dem Sinne, dass er nicht wusste, dass die Big Chests oder allgemein die Chests von der Area nicht betroffen sind. Aber er hat nicht mal eine Area eingerichtet. Das Ding ist also komplett ungeschützt hier alles. Wisst ihr was? Dann können wir uns noch mal ein bisschen bedienen. Ich werde das hier nicht plündern, das nicht. Aber ich werde mal gucken, ob hier etwas drin ist, was wir jetzt gebrauchen könnten. Und nein, ich nehme die Diamanten nicht mit. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht plündern. Aber das zum Beispiel nehme ich mit. Ich will aber da auch nicht alles mitnehmen. Ich sag mal so, ich lasse hier ein bisschen was übrig. So. Easy. Dann brauche ich nur mal einen Ofen. Ansonsten brauchen wir erstmal hier nichts mehr. Nahrung könnten wir tatsächlich auch mitnehmen. Oh, er hat Kupfer. Aber nicht eingeschmolzen. Oh, er hat hier auch noch. Okay, komm, dann nehmen wir doch mit hier. Bam. Ja. Warum hat die Typ ein Eisen? Ist in der Höhle irgendwo in der Nähe oder was? Hallo? Höhle? Adam Höhle? Oh ja, das ist eine Wasserschlucht. Aber kann sein, dass das hier unsere Insel war? Ja, da hinten ist der Pilz. Das war unsere Insel, aber wo kommt die? Ich bin doch bescheuert. Klar, das war die Insel, wo wir lang geschwimmt sind. Er hat die hier nur ausgebaut. Okay. Das würde ich einfach nach unten bauen und nicht so komisch schräg bauen. Aber gut. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, das ist ja genau der Pfad, wo wir lang gelaufen sind. Da hinten ist also irgendwo unsere Let's Play Together Kacke. Nice. Hat er hier Kohle? Jawoll. Und alles ungeschützt. Oh mein Gott. Wo zur Hölle war der überall unterwegs? Okay, ich mache erstmal ein kleines Break. Teilt es um und dann gucken wir mal weiter, ne? Digga. Ja. Sage ich gleich was dazu. Schau mit V.